my bitch, girl, darling. You are my bitch, girl, darling. You are my bitch, girl, darling. That's what you are. Ja, hallo, hier ist Frank Schollenberger mit Seezeichen auf Rock TV. Wir haben wieder freundlichen Besuch in der Hansestadt, eine sympathische Nachwuchsband aus Berlin. Pogues, wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Es gibt ja eine andere Band, die so ähnlich klingt. Wir machen es uns ganz gerne einfach. Gut, irgendwann wurde der Name auch ein bisschen zum Fluch, aber inzwischen eben auch nicht mehr. Und wir dachten eigentlich, die Jungs ohne Zähne sind schon längst in Rente. Jetzt haben wir den Scheintoten schon wieder ausgegraben und scheuchen ihn über die Bühne, aber konnten wir ja nicht ahnen, dass sie eines Tages pleite sind und zu dieser notgedrungenen Maßnahme schreiten müssen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir so eigenständig, dass wir als Pogues, als Berliner Pogues, mit einem eigenständigen Namen, Poking a Fire, heißt so viel wie Salz in die Wunde streuen, unser eigenes Ding machen, da können uns die Männer ohne Zähne auch scheißegal sein. Aber verkaufen tut ihr euch doch unter dem Label Folkpunk, richtig? Ja, aber nicht unter der Knechtschaft Folkpunk. Also wir haben ja bewusst die Besetzung an den musikalischen Instrumenten, damit wir eben nicht klingen wie Dropkick Murphys im Flogging Molly, weil das ist eben das Ding, was wir alle haben wollen. Ich dachte, wenn wir so klingen wollten, würden wir es auch tun, sondern wir machen eben Poke-Style und das rumpst ja auch ordentlich und daher nicht so sehr Vorbilder, sondern eher, was wollen wir vermeiden? Und letztendlich haben wir ja die akustischen Instrumente damals ausgetauscht gegen elektrische und das klingt jetzt einfach so, wie es klingt und das ist gut und das klingt so wie wir und auch im Folkpunk-Bereich sind wir da nicht verwechselbar, also ja, wird man ja hören. Außer vom Namen her, manchmal verwechselbar, seid ihr eigenständig. Aber wir haben Zähne. Ich habe Zähne, okay. Verstehe. Ich glaube, es gab so ein bisschen Veränderungen, was die personelle Besetzung der Band betraf. Also ihr habt in diesem Jahr euch sozusagen neu zusammengefunden oder habt euch ergänzt oder was ist passiert? Wir hatten einen, der arbeitsbedingt halt nach München gezogen ist. Da haben wir uns ein Jahr lang immer getroffen zu den Konzerten. Das war zwar toll, aber nicht wirklich produktiv, wenn man was machen wollte, weil man möchte ja auch alle dabei haben. Nicht nur als Instrument, sondern auch als Mensch. Und daher haben wir jetzt in der Sechserbesetzung uns da gefunden, haben uns zusammengeschrumpft im Positiven, haben wir jetzt die Geige weggelassen und irgendwie als Männer funktionieren wir da ganz gut und haben eben keine Nebenprojekte, können sich jetzt auch richtig zeitmäßig auf die Band konzentrieren und dann deshalb klappt das wahrscheinlich auch so. Manchmal tut eine Frau aber ganz gut in der Band, ne? Dann reißen sich die Herren ein bisschen zusammen. Nee. Ich habe schon diverse Bands und Frauen. Ich habe da so meine Befürchtung hier, guckt alle so schelmisch, ich glaube, ihr seid ganz froh, dass ihr jetzt irgendwie losgelassen werden könnt. Ja? Die Ruhe kehrt ja erst ein, wenn sie weg ist, also entweder vergeben ist oder weg ist. Also ihr kommt jetzt ganz gut zurecht so? Ja, würde ich behaupten. 2014, was steht da an dann? Na, gehen wir erstmal hausieren mit dem tollen Album, was wir da haben. Dann wollen wir uns auch wieder um Filmchen kümmern und aber eben auch so Spaßprojekte, wo wir sagen, Clubs und Festivals ist natürlich eine feine Sache, macht Laune, aber genau so, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt, ist immer was Besonderes. So war wie neulich auf dem Schiff oder ich habe gehört, eventuell sind wir auf einer Rennbahn zugange. Das sind so die kleinen Abwechslungssachen, oder? Das heißt, ihr versteht euch nicht nur als Band, um Musik zu machen, sondern ihr unternehmt auch sowas zusammen, habt zusammen Spaß und die Band ist dann mehr als eine Band eigentlich. Auf jeden Fall, also er hat mir Kohle gepumpt. Ja, gerade. Und deshalb müsst ihr jetzt immer zusammenbleiben. Du passt jetzt, er passt jetzt auf dich auf. Ja, aber kann er nämlich nicht zurückzahlen. Mehr. Ja, ist okay. Die 5 Euro, da kommt er eine Woche mit aus. Ne? Schnell in die Runde gefragt, Instrument und Name? Also Bernd und ich bin eigentlich Spezialist für Fischbüchsen, aber einer der Neueren dabei und spielt Schlagzeug. Spezialist für Fischbüchsen essen oder auf diesen Spiel? Beides. Okay. Ja, also ich bin Bernd und ich spiele das Banjo. Noch ein Bernd. Hallo, ich bin der Müsebernd, ich verprügele immer dieses Stück Holz hier. Manchmal geht es auch kaputt, aber die Bandkasse muss dann herhalten und dann wird es wieder repariert. Was ist denn der Müsebernd im richtigen Leben? Ich bin Krankenschwester. Okay. Und der Banjo-Spieler? Ich bin im richtigen Leben Thorsten. Im richtigen Leben Thorsten und beruflich? Bernd. sehr aufhellend. Und der Schlagzeuger Bernd? Ist Bernd. Ich rieche Pilze. Okay. Sehr gut. Ich heiße Ian, da ich aber der unmusikalischste hier in der Band bin ich auch der Sänger und habe kein Instrument. Und okay. Bin eigentlich im Souterrain tätig in der Pathologie in Berlin. Okay. Ja, wir starten. Ich bin Volk Bernd. In meiner Freizeit bediene ich dieses vierseitige Instrument. Also ich habe
also Ian hat gesagt, das ist ein Instrument, der hat mir eine Hand gedrückt. Ich weiß, also ja, läuft in meiner Freizeit, gestalte ich mich als Tu-nichts-gut und Weltenbummler und dies auch sehr erfolgreich. Ja, zunehmend. Das tu nicht gut? Sowohl als auch, sowohl als auch. Ja? Ja, und der sympathische Kollege mit dem genau, der Fischerklavier, Schifferklavier? Ja, Quetsch Bernd bin ich. Okay. Also Akkordeon heißt das Schifferklavier. Okay, super. Ja, und ich bin im richtigen Leben der Sozialarbeiter der für die Jungs hier. Okay, also die sind alle auf Bewährung? Ja. Jetzt nochmal ganz ernsthaft zu dem Namen The Pogues. Also das interessiert mich tatsächlich doch nochmal. Also jetzt hängt das tatsächlich damit zusammen mit den anderen Pogues oder gibt es noch eine andere Begründung oder eine andere Bedeutung? Ja, im Gegensatz zu den alten Pogues, sag ich mal, das ist einfach nur ein Name, der hat keine Bedeutung. Und unser Name Pogues, also P-O-K-E-S, to poke, ist stochern, also wie so Salz in die Wunde steuern und sticheln. Das hat also einen eigenen Namen. Und wenn das zweite Album heißt ja auch Poking the Fire, das ist eben das Feuer schüren und kommt eben nicht von ungefähr. Daher The Pogues ist durchaus mit einem Sinn behaftet. Das Einzige, was wir, glaube ich, gemeinsam haben, ist, dass wir die Ursprünge als Punkbands hatten, die ja früher auch mal eine waren und dann ins Akustische abgeglitten sind und so wie ja letztendlich auch über Pillox und Trinkerkohorte da reingerutscht sind und dann in Folkpunk irgendwann musste man es ja geben. Und ja, mit der Rolle können wir auch ganz gut leben als Berlins Number One. Also, weiß nicht, ob es überhaupt eine Nummer 2 gibt, aber erstmal macht es uns keiner streitig. Ihr spielt eigentlich so ziemlich alles, ne? Also ihr spielt im Pub, aber ihr spielt auch auf großen Festivals. Was macht euch eigentlich am meisten Spaß? Referenz? Ich finde es eigentlich cool, wenn der Club nicht zu groß ist, weil man dann von den Leuten viel mehr sieht. Und wie so der Fußballer, der sagt, wenn man den Schrei des einzelnen Fans noch hört. Ne, ja, genau. Kannst du mal so angrinsen oder siehst auch, wie die reagieren und wie die drauf sind. Das macht schon Spaß und vor allen Dingen, wenn sie Freude haben. Wie gestern auch wieder in der Kneipe, weißt du, dann bist du so ein paar Meter weg von denen und spürst es so richtig. Ne? Ab und zu kriegt man auch mal einen Bierspritzer ab oder so. Was war dann so euer größtes Konzert, also von der Größe her, was habt ihr da so gespielt? Also das Beeindruckendste war, glaube ich, in der Zitadelle, da haben wir als Vorband von Madness, ich erinnere mich dunkel, da war ich auch. Ja, da war, siehst du, das war echt großartig mit vielen, vielen Menschen, riesengroß. Da waren eigentlich 4.000, 5.000 Verrückte, nur durchgeknallte Leute, ne? Genau, ja. Stimmt, das war großartig, tatsächlich, da erinnere ich mich dran, ja. Und das kleinste Konzert? Vielleicht gestern. Also es war ein Pubkonzert und das war so eins dieser Konzerte, die Bernd so beschrieben hat. Wobei ich sage, das wäre manchmal zu dicht dran, wenn da jeder besoffene Quatschkopf an einen rankam, während dem Singen rumzuppelt und sagt mal, ach, das ist manchmal ein bisschen unangenehm, wenn mir Leute so nah beim Singen zugucken. Aber da kann man sich auch nicht... Doch ein bisschen Star-Alien. Nein, man möchte sich ja ein bisschen bewegen und dann musst du immer aufpassen, dass du keinem das Bier umschmeißt und so und mit den Ellenbogen und... manchmal ist es aber auch schön, sich auszutoben. Man kann sich auch auf manchen Bühnen verlieren. Also beim Madness kannst du ja spazieren gehen, dann hätte ich auch noch einen Hund mitbringen können oder so. Aber die Abwechslung ist es, glaube ich. Wart ihr international schon unterwegs? Habt ihr schon mal in Irland oder in England oder im Ausland gespielt? Wir waren in Schweden und in der Schweiz unterwegs, aber das Sprungbrett ist bis jetzt, glaube ich, noch nur so ein 1-Meter-Sprungbrett. Wir sollten dann wirklich irgendwann auf 3-Meter-Sprungbretter umsteigen, was nicht so einfach ist. Ist auch eine finanzielle Sache. Ihr wartet auf die Einladung von den Veranstaltern zur großen Irland-Tournee. Wir machen schon was. Ja. Also, ja. Morgen warten aber nicht. Genau, morgen ist großes Plenum. Das ist sozusagen der dritte Gig, aber ohne Instrumente. Und da sitzen wir einfach noch zusammen und denken uns so Sachen aus, wie wie können wir nach Kuba kommen oder wie kann man eine Einladung schnorren. Der große Pogues-Parteitag. Also Booking-Scheiß, was wir überhaupt nicht gerne machen, aber uns ein bisschen dämlich anstellen. Aber das macht doch nichts. Ihr macht das selber? Ja. Also, ich nicht irgendwie eine große Agentur verkauft. Die Idee ist immer gar nicht gekommen, ehrlich gesagt. Nee, aber irgendwie klappt es immer auf Kumpelbasis und einfach mal schauen. Ja, da waren wir auch nochmal in Estland auf einem riesigen Bierfestival. Das war auch großartig. Dann waren wir auch nochmal in Holland und ich weiß gar nicht, waren wir in der Tschechei? Ach, auch egal. Aber wir werden. Irgend so ein Land im Osten. Da, wo wir noch nicht waren, da kommen wir auf jeden Fall noch hin, wenn wir wollen. Inspirationen, also kulturelle Inspirationen, wo liegen die dann eher? In Schottland, in Irland, in England, in Deutschland, wo zieht ihr eure Inspirationen her und wie kommt es dann zu dieser Melange, die dabei rauskommt? Also die Inspiration, wir sagen, das ist die späte Nacht, da das nach Hause kommen so. Meine Frau schläft mal schon ein bisschen früher, dann habe ich so eine ganze Küche für mich, da wird mir ein bisschen schummrige Beleuchtung reingemacht und dann je nach Laune Johnny Cash oder Enya eingelegt, einen guten Single Malt auf den Tisch, ein bisschen Kerzenschein und dann den Stift in die Hand genommen und dann kommt es bei mir raus. Ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Tod, ein bisschen Liebe, ein bisschen Hass, ein bisschen Fußball, ein bisschen Alkohol. Eins von den Themen ist es ja meistens. Das wäre so meins,
was das Ganze angeht. Oder ich mache fremdländische Musik an, die ich nicht verstehe, Japanisch oder so. Das lenkt mich da nicht so ab. Meine Inspiration ist denn Punkrock, würde ich meinen. So. Der Benjo Bernd schüttelt so mit dem Kopf. Na, ich finde das Thema ein bisschen schwierig, so, ne, mit Inspiration und so weiter. Letztendlich versuchen wir ja irgendwie Musik zu machen und das selber auch schön zu finden, was wir so machen, und haben irgendwie auch einen technischen Anspruch an uns selbst und proben und arbeiten, bis die Breaks sitzen, so, bis die Gesänge sitzen und so weiter. Und letztlich kochen wir auch nur mit Wasser wie alle anderen und denke dann immer, ja, Mann, wenn ich jetzt so Inspiration oder die Bands beschreiben soll, die ich gut finde. Und so. Mir fällt ja immer nur Stein. Ne? Also man kann natürlich sagen. Entscheidend ist ja das, was hinten bei rauskommt, wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Musikalisch. Ja, genau. Entscheidend ist, was hinten bei rauskommt. Und wenn ich sehe, wie gestern in dem Pub, wo am Anfang die Leute noch ein bisschen verhalten am Tresen standen, so die ersten dann anfingen sich zu bewegen, gemerkt haben, ah, poken können sie hier nicht, das ist ein bisschen zu klein. Am Ende haben sie doch gepokt, geschwitzt und Zugabe gebrüllt und wollten es nicht mehr von der Bühne lassen. Das ist für mich die Inspiration. Das ist natürlich auch aller Ehren wert, wenn man so Mecklenburger oder Vorpommern irgendwie zu, ja, ich sag jetzt mal, zu euphorischen Ausbrüchen verleiten kann. Das dauert ja ein bisschen, bevor die Kollegen hier im Norden so auftauen. Ne? Genau, die sind ja eher ein bisschen kühl so, aber gestern, das war schon gut. Und so eine Momente, ich meine, dafür lohnt es sich einfach die ganze Zeit. Wenn man sie dann mal hat, ne, dann sind sie wie Sizilianer, ne? Genau, dann wollen sie ja nicht mehr weglassen. Ja. Du noch was zum Thema Inspiration? Inspiration? Nee, ich sag mal, wir machen ein bisschen mehr Pfeffer in die Suppe einfach rein und die Zutaten, die restlichen, kommen so, wie sie kommen. Hauptsache, schmeckt gut. Nochmal eine Frage so zu eurem musikalischen Werdegang. Seid ihr denn so gelernte Musiker, Autodidakten? Wie musst du dir das vorstellen? Am Konservatorium jahrelang mit der Blockflöte geknechtet worden? Oder wie hat eure musikalische Karriere begonnen? Also ich habe schon 6 Jahre Akkordeonunterricht gehabt, also habe das lange Zeit gelernt, dann weggelegt, weil als junger Mensch keine Lust mehr gehabt und Akkordeon, wer spielt das, bin dann tatsächlich durch die Pokes ohne Zähne heute, wie ihr ihn sagt, wieder zum Instrument gekommen und habe es wieder toll gefunden und in die Hand genommen und musste aber so ein bisschen von vorne anfangen, damals auch wieder viel verlernt, aber es war nicht alles weg, hoffe ich. Das ist natürlich auch kein Musikinstrument, mit dem man so unbedingt dann so Mädels angeln kann am Lagerfeuer. Das machen eher so die Jungs mit der Gitarre. Ne? Genau. Deswegen habe ich es auch weggelegt damals. Also hast du dich denn um die Mädels ohne was in der Hand gekümmert? Ja. Bei dir? Also ich glaube, ich tue mich mit Bernd zusammen. Wir beide sind die Flachschwimmer, was das Musikalische angeht. Aber wir machen es mit Herz. Und auch nicht so schlecht. Wir haben ein paar Jahre gehabt zum Üben. Aber gelernt haben wir da, glaube ich, nichts. Ne? Bei dir? Ja, Autodidakt angefangen singen in so einem schönen Kinderchor unter anderem mal, aber sonst Instrumente. Kreiskulturhaus Köln. Alles ja so ähnlich, ne? Ja, aber sonst das hier so Instrument habe ich dann mir selbst beigebracht. Also ich glaube, dass ich mir richtig beigebracht habe. Also ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie es wirklich funktioniert. Aber du hältst es schon mal richtig auf. Ja, echt? Ja, nee. Die Kollegen können das mit den anderen Instrumenten dann so übertönen, dass es nicht auffällt, ne? Du schwimmst ganz gut mit. Und bei dir? Ja, ich kam einen Freund von meinem Vater besuchen ab und zu mal und der hat dann, glaube ich, irgendwie 20 Mark gekriegt und hat mir ein bisschen was auf der Gitarre gezeigt. Und jetzt versuche ich einfach mein Bestes. Und ja, der Thorsten, der hilft mir auch ab und zu noch mal ein bisschen. Ne? Wir helfen uns dann. Du hast dann mit der Gitarre die Mädels am Lagerfeuer geangelt. Ja, das wird bis jetzt nichts so. Die gucken immer so, aber ich weiß nicht, entweder blick danach weg und oder es gibt gar kein Lagerfeuer. Versuch's mal mit Akkordeon. Okay. Wie war's bei dir? Ich habe tatsächlich auch mit Gitarre angefangen und hatte auch Unterricht. Und habe auch ziemlich schnell gemerkt, dass die Mädels das auch nicht schlecht finden, wenn man am Lagerfeuer Gitarre spielt. Das ist ein sehr sexy Instrument und so. Die Zeiten sind jetzt auch vorbei, weil jetzt spielt Banjo. Und ist so ziemlich das unsexyste Instrument, was es gibt. Ach, sag das nicht. Also wir finden es süß. Ich sag mal so, das Banjo kommt noch vor dem Schlagzeug, weil so ein Schlagzeug am Lagerfeuer, das macht sich ein bisschen schlecht. Ne? Aber es ist auf jeden Fall, also es ist auch das freakigste Instrument, muss ich mal sagen, was ich bis jetzt in der Hand hatte. Also schon. Ich finde die Maultrommel noch ein bisschen freakiger. Hab ich auch dabei. Okay, hören wir die heute Abend? Nein. Okay. Und bei dir? Naja, ich habe schon gesagt, also wir gelernt nicht. Das Ganze kam so, dass sich meine Schwester in den Drama der Schulband verknallt hat und hat dann so eine Schießbude gekauft. Und das wurde nichts mit dem Drama, dann stand die bei uns im Keller rum und irgendwann habe ich dann da mal drauf gegangen, den Hocker gesetzt und fand das echt so geil. Und dann habe ich einfach angefangen zu spielen und eigentlich von Anfang an mit Leuten. Das mit Unterricht hat sich nie ergeben. Manchmal
bereue es ein bisschen, aber hat natürlich auch was Eigenes. Also ich spiele halt relativ einfach, aber ich denke schon ein bisschen straight und mit Druck. Und ja. Der beste Bernd, den es gibt. Der beste Bernd, Der beste Bernd, den es gibt, okay. Der ist auch der echte Bernd, Bernd. Ja, also es ist mir tatsächlich wieder ein Vergnügen gewesen. Wie jedes Mal mit den Pokes, mit den richtigen Pokes sozusagen, die dann auch nach Rostock kommen. Die anderen waren noch nicht da. Ich bedanke mich ganz herzlich. Freue mich auf das bevorstehende Live-Konzert. Freue mich natürlich auch auf bevorstehende Tonträger. Und eigentlich auch schon wieder auf den nächsten Besuch in Rostock oder in der Region. Ja, und ja, bedanke mich fürs Zuhören, Zuschauen bei den Zuschauern, bei den Pokes für die Auskunftsfreude und verabschiede mich und sag Ahoi, tschüss. Wir bedanken uns, tschüss. Ciao. God save the Pokes! God save the Pokes! God save the Pokes! We show the darkness.